Eigentlich nicht, oder? Aber das hört man oft vielleicht in den Medien oder so, dass irgendwelche. Also ich habe noch nie gehört von Probleme jemandem, der entstanden noch nie, der nicht sind. mehr aufgewacht ist. Das ist, weil das ist wie ein Traum. Irgendwann sind alle wach. Aber ich kenne einen Freund von mir, der, ja, Freund ist übertrieben, also ein Lehrer von mir, der könnt ihr auf YouTube sehen, der ist ein Amerikaner, der hat einen Kurs bei Preetz gemacht, wo ich Blitzhypnose gelernt habe und Schulhypnose meine ich. Und der war in Las Vegas halt, also der musste einen Kurs, also Quatsch, seine Show machen am nächsten Tag, und der war einfach im Hotel, hatte geschlafen, und irgendwann rufen sie ihm an und sagen: Hey, pass auf, wir wissen, dass du da bist. Dein Kollege hier hat gerade die Show, und die ganzen Leute sind da hypnotisiert, aber dein Kollege hat einen Herzinfarkt bekommen. Und die wissen nicht, wie wir sie rausholen. Die waren alle auf der Bühne. Und die haben natürlich Schiss bekommen, die gar keine Ahnung von der Organisation. Was ist Hypnose? Was weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die haben gerufen, der ist einfach auf der Bühne gegangen. Ich zähle von 3 auf 1, bla bla bla. Ich sage, also nichts Besonderes. Aber das ist natürlich schon im Kopf der Menschen so. Und dann gibt es viele Filme, die ein bisschen das Ganze so übertrieben zeigen. Es gibt natürlich Menschen, so wie Sie, habt ihr ja gesehen, die sehr extrem immer noch drin sein können. Ja, aber man kann sie rausholen. Also wenn ich einen Herzinfarkt bekomme heute, einfach sie wieder rein und wieder rausbringen.